Die Jahre nach der Gründung des Alpinen Skiweltcups 1967 waren für Österreichs Athletinnen und Athleten hoch erfolgreich. Es sind klingende Namen wie Annemarie Moser-Pröll, Monika Kasara, Karl Schranz oder Heini Messner und viele weitere, die für Furore in Österreich sorgten. Auch die heimische Skierzeugung nahm rasant Fahrt auf. Es entwickelte sich eine österreichische Skiindustrie, die weltweit eine Vorreiterrolle einnahm. Toni Lindner gründete die Firma Dachstein. Atomic geht auf Alois Rohrmoser zurück. Toni Arnstein erhob die Firma Blitzart aus der Taufe. Josef Beppi Fischer gründete das gleichnamige Unternehmen, ebenso wie Franz Kneißl. Früh wurde mit sportmedizinischen Untersuchungen und sportwissenschaftlichen Tests begonnen. Die Erfolge der Austria-Skiteam-Athletinnen und Athleten rückten den alpinen Skirennsport immer stärker ins Licht der Öffentlichkeit. Wirtschaft, Politik und Medien feierten die ÖSV-Athleten, die erstklassige Werbeträger für die heimische Skiindustrie, aber auch andere Branchen wurden. Nordischen Spartensprunglauf, nordische Kombination und Langlauf werden 1973 in den Austria Skipool aufgenommen. Drei schneearme Winter in Folge bringen Anfang der 90er Jahre viele Unternehmen, die Partner des Austria Skipool sind, in schwere wirtschaftliche Nöte. Ab 1988 reformieren Christian Pohlei und Peter Schröcksnadel den Austria Skipool. 1989 übernimmt Reinhold Zitz die Geschäftsführung von Klaus Leisner. Großartige Erfolge für Österreichs Wintersportler bei der alpinen Heimweltmeisterschaft in Saalbach 1991, den Olympischen Winterspielen in Albertville und Lillehammer und den Nordischen Skiweltmeisterschaften. Sein 25-jähriges Bestehen feiert der Austria Skipool mit einer ersten Jubiläumsfeier beim Stanglwirt.
Materialinnovationen wie der Carving-Ski sorgen in der Skiindustrie für steigende Umsatzzahlen. Eine Einladung des Wirtschaftsministers der Vereinigten Arabischen Emirate ermöglicht eine noch nie dagewesene Bewerbung der nordischen und alpinen Skiweltmeisterschaften 1999 in Ramsau und 2001 in St. Anton. Der Austria Ski Pool organisiert ein Rennen der besonderen Art, mit Langlaufskien die Dünen hinauf und auf Alpinskien herunter. Es sind enorme Erfolge, die Österreichs Athletinnen und Athleten mit dem großen Dominator Hermann Mayer in diesen Jahren einfahren. Der Austria Skipool feiert sein 40-jähriges Jubiläum und mit ihm seine langjährigen Partner. Die Alpine Heimweltmeisterschaft 2013 in Schladming wird zum erfolgreichen Sportfest und begeistert die Massen. Der Austria Skipool ist auch 50 Jahre nach seiner Gründung eine einzige Erfolgsgeschichte. Die nordischen wie die alpinen Mannschaften jubeln über Siege, Medaillen und Kristallkugeln.